Ausnahmen. Vom Individuenschutz zum Populationsschutz. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn die erneuerbaren Energien erheblich ausgebaut werden, insbesondere auch die Windenergie. Für den Ausbau werden Flächen benötigt. Flächen mit einem nur geringen Konfliktpotenzial mit dem Artenschutz sind aber kaum noch verfügbar. Es stellt sich daher die Frage, wie unter Gewährleistung des gebotenen Schutzniveaus für Vögel und Fledermäuse konfliktträchtigere Flächen nutzbar gemacht werden können. Eine Regelgenehmigung für die Einrichtung einer Windenergieanlage ist auf einer konfliktträchtigen Fläche nicht zu erlangen, denn das Vorhaben würde gegen artenschutzrechtliche Verbote verstoßen. Beispielsweise würde bestimmten Individuen besonders geschützter Vogelarten, wie dem Rotmilan, drohen, mit einer laufenden Windenergieanlage zu kollidieren. Das Tötungsverbot schützt aber jedes einzelne Exemplar dieser besonders geschützten Arten. Das ist eine hohe Hürde für generell alle Eingriffe in die Natur. An dieser Stelle kommt die sogenannte Ausnahmeregelung des § 45 Absatz 7 Bundesnaturschutzgesetz ins Spiel. Erteilt die Genehmigungsbehörde eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten, kann es zwar in der Tat dazu kommen, dass einzelne Exemplare mit einer Windenergieanlage kollidieren, ein solches Ereignis würde dann aber kein Verbot auslösen. Warum? Weil die Ausnahme den Schutz und guten Erhaltungszustand der Population dieser Art gewährleistet und durch spezielle Maßnahmen absichert bzw. fördert. Die Ausnahmeregelung ist keine Pauschallösung. Sie ist ein rechtliches Instrument, das genutzt werden kann, wenn ihre Voraussetzungen vorliegen. Grundsätzlich kommen rechtliche Ausnahmen immer dann in Betracht, wenn eine normale Genehmigung nicht erteilt werden kann, weil die Bedingungen nicht vorliegen. Allerdings hat der Gesetzgeber auch klargestellt, dass die Ausnahme im Artenschutz nur als letztes Mittel dienen soll und nicht etwa die Regelgenehmigung ersetzen kann. Die Ausnahme darf also nicht die Regel werden. Wie unterscheiden sich Grundregel und Ausnahme? Die Grundregel des § 44 Absatz 1 Nummer 1 Bundesnaturschutzgesetz verbietet es, wildlebende Tiere der besonders geschützten Arten zu töten. Dieses Verbot ist individuenbezogen. Das bedeutet, es erstreckt sich auf jedes einzelne Exemplar einer besonders geschützten Art. Durch die Ausnahme können Windenergieanlagen aber eine Genehmigung erhalten, obwohl ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko vorliegt. Bei der Ausnahme findet dadurch aber keine Abkehr vom Artenschutz statt. Es wird vielmehr ein Perspektivenwechsel vorgenommen. Anstelle des Individuums werden die Population und die Entwicklung ihres Erhaltungszustandes in den Blick genommen. Artenschutz wird in der Ausnahme durch Populationsschutz betrieben. Welche Voraussetzungen ermöglichen eine Ausnahme? Zunächst muss eine Ausnahmelage gegeben sein. Das heißt, die Erteilung einer Regelgenehmigung ist nicht möglich, weil eines der Verbote des § 44 Bundesnaturschutzgesetz vorliegt. Und dieser Verstoß kann auch nicht durch Schutzmaßnahmen abgewendet werden. Dann muss mindestens einer der im Bundesnaturschutzgesetz gelisteten Ausnahmegründe vorliegen. Zum Beispiel kann eine Ausnahme im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses erteilt werden. Außerdem darf es für den Vorhabenträger keine zumutbare Alternative geben, durch die das Vorhaben ebenso verwirklicht werden kann und in der die Vorteile für den Naturschutz größer sind. Zum Beispiel durch eine Standortverschiebung, sodass die Windenergieanlage woanders steht, wo eben keine Rotmilane in der Nähe sind. Zuletzt darf sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtern. Welche Rolle spielt der Erhalt von Populationen für die Ausnahmeregelung? Welche Auswirkungen das Vorhaben auf die Population der betroffenen Art hat, ist maßgeblich dafür, ob eine Ausnahme erteilt werden kann oder nicht. Auch hier bestehen viele rechtliche und fachliche Unsicherheiten. Es ist zum Beispiel unklar, wer die Daten erfasst und vorhält, aus denen sich der Zustand der Population bestimmen ließe. Auch die Frage, welches Verbreitungsgebiet zugrunde gelegt wird, ist noch nicht abschließend beantwortet. Was sind die zentralen Unterschiede der Ausnahmeregelung in den einzelnen Bundesländern? Sofern sich einzelne Länder spezielle Regelungen zur Ausnahme in ihren Leitfäden gegeben haben, sind diese unterschiedlich formuliert. In einigen Leitfäden finden sich Kriterien, wenn die Ausnahme in Betracht kommen kann. So können beispielsweise die Windhöfigkeit des Standortes und damit der prognostizierte Ertrag oder die Verankerung bestimmter Energieziele auf Landesebene eine entscheidende Rolle spielen.
Der deutsche Gesetzgeber ist an die europäischen Vorgaben gebunden und muss diese im Fall von Richtlinien in nationales Recht umsetzen. Es wird diskutiert, inwieweit die derzeitige Fassung der Ausnahme im Hinblick auf europäische Vogelarten mit dem Europarecht harmoniert. Die Ausnahme im Bundesnaturschutzgesetz sieht mit dem Ausnahmegrund Nummer 5 andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vor. Auf diese Nummer 5 werden Ausnahmen im Bereich der Windenergie meistens auch gestützt. Der Ausnahmegrund kommt zwar in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie vor, allerdings taucht er nicht in der Vogelschutzrichtlinie auf. Bisher ging die juristische Meinung in Deutschland überwiegend davon aus, dass ein solcher Ausnahmegrund auch in die Vogelschutzrichtlinie hineingelesen werden müsste. Dies wird auf das Argument gestützt, dass die Vogelschutzrichtlinie auch Ausnahmen zulasse, um Freizeitaktivitäten wie das Jagen oder den Fang zu Zuchtzwecken zu ermöglichen. Es würden unvertretbare Wertungswidersprüche entstehen, wären Infrastrukturvorhaben nicht ausnahmefähig. Der Europäische Gerichtshof hat allerdings in mehreren Urteilen betont, dass der Ausnahmekatalog der Vogelschutzrichtlinie abschließend sei und keine zusätzlichen Ausnahmegründe hinzugedacht werden dürften. Diese Unsicherheit bezüglich des Ausnahmegrundes Nummer 5 führt dazu, dass auch ganz aktuell andere Ausnahmegründe und insbesondere der Ausnahmegrund der öffentlichen Sicherheit stark diskutiert werden. Ob dieser auf die Genehmigung von Windenergievorhaben angewendet werden kann, ist aber noch nicht abschließend geklärt. Da das Thema zentral ist und auch zunehmend an Bedeutung gewinnt, werden wir uns auch weiterhin intensiv damit beschäftigen.